Ja, den muss er da doch verpasst haben. Dann ist 4 Uhr morgens. Die Sonne geht auf. Wow. Okay. So, was steht denn hier? Kletis Gerüchteküche, Ausgabe 4. Hallo, hier ist eure Kletis, Königin von Klatsch und Tratsch in diesem Leben und dem nächsten. Haltet ihr auch alle eure Ohren offen für die neuesten Neuigkeiten? Hier ist das heißeste Thema der Woche. Sternschnuppenschätze! Der Nachthimmel, ein Teppich voller Sterne. Doch ein Licht ist anders als die anderen. Es bewegt sich. Was ist das? Genau, eine Sternschnuppe. Und was ist jetzt das Gerücht, fragt ihr? Dort, wo sie runterfällt, soll man angeblich einen Schatz finden können. Wenn das nächste Mal eine Sternschnuppe am Himmel entdeckt, dann folgt ihrem Schweif. Kletis Empfehlungspunkte, 4 von 5 Sternen. Ja, habe ich versucht. Hat nicht funktioniert. Warum reden wir von dem Totenkopfteich? Mann. Hallo, ich hätte mein Pferd. Holt mir mein Pferd ab, ich weiß nicht mal mehr, wo das ist. Hallo Ferdinand, na? Haben wir uns lange nicht mehr gesehen. So, jetzt reite ich genau in den Wächter rein. Schon. Ja, da ist er. Ach, ein stationärer Wächter. Der kann mir gar nicht nach. Ich beschütze dich. Danke. Alter, was? Eieiei. Sind wir hier richtig? Hallo? Hallo? Hier soll es einen Forscher geben. Hallo? Robelo, mein Leben. Zur ersten Seite. 100 Jahre ist es nun her. Prinzessin Zelda war gerade von der Verjungane verschluckt worden. Zusammen mit Fräulein Pura hatte ich Link im Schrein des Lebens zur Ruhe gelegt. Ach, du warst dabei. Pura und ich ließen Impa allein in Kakariko zurück. Wenn wir alle drei dort geblieben wären, hätte die Gefahr bestanden, dass Skalan uns alle auf einen Schlag auslöscht. Dann hätte niemand mehr Zeldas Wort an Link weitergeben können, wenn dieser eines Tages erwachte. Es war eine Führung des Schicksals, dass wir in Nekluda und in Akala Vorkommen antiker Energie entdeckten. An diesen Orten können wir auch außerhalb von Schloss Hyrule weiter erforschen, wie man Galon versiegeln kann. Ein Scherischein-Papierspiel mit Fräulein Pura entschied, dass ich mich in Akala niederlassen würde. Ich war bereit, nach Akala zu ziehen, doch zuerst brachte ich Fräulein Pura zur Antikenergiequelle in der Kluda. Sie hatte herumgequengelt, dass ich sie dort doch nicht ganz allein durch halb Hyrule reisen lassen könnte. Schön, klug, wenn auch dieser kindische Trotz nicht wäre. Ich würde sie ohne zu zögern zur perfekten Frau erklären. Doch käme von diesen persönlichen Betrachtungen zum großen Ganzen zurück. Wir luden also ihren Leitstein, den wir in Schloss Hyrule genutzt hatten, auf den Wagen. Vereinbart mit Impa ein Wiedersehen und sagten Kakariko fürs erste Adieu. Moment, erstmal wieder was trinken. Wir überquerten die Narisha-Höhlen in südlicher Richtung und setzten über den Ciela-See. Nachdem wir die Bacanera-Ebene hinter uns gelassen hatten, erblickten wir sie, die Hateno-Festung. Dort war Link im Kampf gegen eine Armee von Wächtern gefallen. König Roam hatte von seinen Schwertkünsten erfahren und ihn zu Prinzessin Zeldas Leibwächter ernannt. Doch im Angesicht einer solchen Anzahl von Wächtern konnte auch dieser sagenhafte Kämpfer nichts ausrichten. Verzeih mir, Link. Als größter Experte auf dem Gebiet der Wächterforschung hätte ich all dies vielleicht verhindern können. Wenn ich ihm nur eine geeignete Waffe zur Bekämpfung der Wächter zur Verfügung hätte stellen können. Diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, während wir vor den unzähligen zerstörten Wächtern standen.
Während ich auf diese Weise von meinen Gefühlen übermannt wurde, verlor ich Fräulein Pura aus den Augen. Doch von hier aus war der restliche Weg nach Athen vergleichsweise sicher. Die ganze Region war von der großen Verheerung überwiegend verschont geblieben. So beschloss ich, Fräulein Pura allein weiterziehen zu lassen, ein Abschied ohne Worte. Ich wiederum lenkte meine Schritte zurück nach Kakariko. Nachdem ich mich so von Fräulein Pura getrennt hatte, war es Zeit für mich gegen Akala zu ziehen. Nachdem ich in Kakariko den verbleibenden Leitstand auf den Wagen geladen hatte, brach ich auf. Ich ließ Dehes und den Drehpfad hinter mir und überquerte schließlich die Brücke von Akala. In diesem Meer aus roten Blättern überwand ich den Alperpass und zog im Eltra-Kessel nach Norden. Akala ist bekannt dafür, dass es dort so gut wie gar nichts gibt, und in diesem Fall war ich froh darum. Ein paar vereinzelte Wächter griffen mich unterwegs an, aber als Profi konnte ich sie im Handumdrehen deaktivieren. Schließlich erreichte ich den Leuchtturm von Akala, wo ich den Leitstein ablud. Um die Bewegungen der Monster im Auge zu behalten, gab es keinen geeigneten Ort als einen Leuchtturm. Ich beschloss, mich hier einzurichten. So setzte ich also endlich in süßer Einsamkeit meine Forschungen fort. Für den Tag, an dem Link erwachen würde, wollte ich alles über antike Ausrüstung wissen, was es zu wissen gab. Vom Welke-Plateau die blaue Flamme holen, Materialien einschmelzen, antike Ausrüstung schmieden. Ich schuftete von morgens bis abends und ein Tag glich dem nächsten, ohne dass ich große Fortschritte machte. Da kam ich auf eine Idee. Ich würde die Verarbeitungsprozesse der Materialien automatisieren. Sofort machte ich mich daran, den Leitstein umzubauen. Wenn man antike Materialien hineingebe, würde es diese automatisch verarbeiten. Ich taufe diese Maschine auf den Namen meiner ersten Liebe, Cherry. Man würde Cherry antike Materialien überreichen und dafür antike Ausrüstung bekommen. Eine geniale Idee. Nach einigen Jahren harter Arbeit war aus dem Leitstein meine Cherry geworden. Doch auch nach diesem Triumph konnte ich schlecht meine Hände in den Schoß legen. Sie konnte nur Materialien verarbeiten, aber noch nicht direkt antike Ausrüstung daraus herstellen. Und wo ich einmal dabei war, wäre es nicht schön, wenn Cherry sprechen könnte? Wilson? Vielleicht war es der Wahnsinn der Abgeschiedenheit, der mich auf diese seltsamen Ideen brachte. Ja. Die automatische Fertigung von antiker Ausrüstung stellte sich als ein so gut wie unlösbares Problem heraus. Ich verlor ganze Jahrzehnte mit der Arbeit an diesem Projekt. Meine Fehler sind zu zahlreich, um sie zu benennen. So musste ich die Verbesserung von Cherry vorerst aufgeben. Oh. Eines Tages, ich war schon über 90 Jahre alt, stand eine junge Frau vor meiner Tür. Ihr Name war Jerin. Nachdem sie bei Fräulein Pura in die Lehre gegangen war, hatte Impa sie zu mir geschickt. Sie stellte sich als überaus fähige Assistentin heraus. Sie brachte zuverlässig die blaue Flamme vom Welkeplateau hierher, überarbeitete Cherrys Baupläne. Allein, dass sie ohne Begleitung von Kakariko nach Akala gekommen war, bezeugt schon ihre Fertigkeiten. Wir wohnten lange dort zusammen und eines Tages nahm ich sie zur Frau. Durch Jerins Hilfe lernte Cherry antike Ausrüstung herzustellen und zu sprechen. Sie überwand die Grenzen einer Maschine und führte bald intelligentere Konversationen als die meisten Hylianer. Wenn man sie mit einem Morgen grüßt, erwidert sie einen schönen guten Morgen, mein Herr und Meister. Fragte man sie, wo man ein bestimmtes Buch abgestellt hatte, konnte sie die genaue Position im Regal benennen. Bisweilen bat sie ganz höflich, könnt ihr mir das Feuer der Feuerschale ein wenig anfachen, Herr? Das hieß, ich muss jedes Mal die blaue Flamme von Welke-Plateau holen gehen, aber natürlich tat ich das gern. Wer könnte nicht von Cherry ganz verzaubert sein, wenn sie mit solcher Liebenswürdigkeit sprach? Doch es gab jemanden, der sich mehr und mehr daran störte, und das war Jerin, meine Frau. Meine Unterhaltung mit Cherry beobachtete sie zunehmend mit Eifersucht. Toll. Es quälte sie, dass ihr Mann so freundschaftlich mit einer anderen Frau umging. Dass ihre Rivalin nur eine Maschine war, spielte dabei keine Rolle. Erst als sie mir mit Tränen in den Augen ihre Eifersucht zum Ausdruck brachte, verstand ich, was los war. Jerin hatte Cherry zum großen Teil selbst konstruiert, doch nun brachte ihre Kreatur ihr Kummer. Ich beschloss, Cherry die Worte, die ihr Jerin verliehen hatte, wieder zu nehmen. Sie sollte primitiv sprechen, wie zuvor. So löschte ich also entsprechenden Teil des Speichers in Cherrys künstlichem Gehirn. Oh. Jedes Mal, wenn ich den Namen Cherry aussprach, trübte sich Jerins Laune. Folglich verbot ich mir ganz, Cherry in den Mund zu nehmen und ersonnt die Bezeichnung Shika-Ofen. Kurze Zeit später brachte Jerin einen gesunden Jungen zur Welt, der sehr nach seiner Mutter kam. Wir nannten ihn Gratian und lebten zu dritt, uns im Raschinenschmidt gezählt, hier im Akala-Institut. Inmitten des brüchigen Friedens, den Prinzessin Zelda uns mit ihrem Kampf gegen die Verheerung erkauft hatte. Als Gratian an die 3 Jahre alt war, erreichte uns unerwartet ein Brief von Fräulein Pura.
Sie teilte mir mit, dass sie einen Weg gefunden habe, das Stasis-Modul und auch die übrigen Module zu verbessern. Seit unserem Abschied an der Hateno-Festung hatte ich sie nicht mehr gesehen. Jahrzehnte waren vergangen. Ich erinnerte mich daran, dass sie in ihrem letzten Brief von einem Assistenten berichtet hatte. Dieser war aus Kakariko zu ihr geschickt worden, doch sie bezeichnete ihn als absolut nutzlos. Auch ich hatte keine Zeit, in Frieden vor mich hinzuleben. Ich musste die Erforschung antiker Ausrüstung vorantreiben. Gradian schoss wie ein Pilz in die Höhe, bis schließlich ein stattlicher Bursche war, der mich überragte. Beim Tragen der blauen Flamme vom Welke-Plateau zum Institut stellte er sich überaus geschickt an. So schlug ich ihm vor, er solle auf eine Reise durch das ganze Land gehen, um seine Fähigkeiten weiter auszubilden. Gradian war immer sehr eigenständig gewesen, dennoch war ich erstaunt, als er noch am selben Tag aufbrach. Einige Tage zuvor hatte ich bei Fräulein Kepura angefragt, ob ich nicht Gradian als Leihling zu ihr senden könne. Zurück kam ein Brief, in dem nur ein Satz stand: Schick niemanden hierher. Ich frage mich, was sie wohl zu dieser Antwort veranlasst hatte. Als Gradian an die 3 Jahre alt war, erreichte uns unerwartet. Oh, Moment. Das habe ich gerade zurückgeblättert. Weiter. Achso, wir sind fertig. Okay. Dann ist das hier wohl der Shika-Ofen. Für Ton und hat. Hey du, was machst du hier? Und hat. Du, bist etwa Link? Ja. Wenn du Link wärst, dann gäbe es etwas, das ich dir sagen muss. Kannst du irgendwie beweisen, dass du der echte Link bist? Vielleicht könntest du mir die Wut an deinem Körper zeigen, die du vor 100 Jahren erlitten hast. Kann ich natürlich nicht. Die sind geheilt. Wer bist du? Wenn du Rubello nichts kennst, darf ich dir nichts verraten. Betriebsgeheimnisse, du verstehst? Was muss ich denn jetzt machen? Wahrscheinlich muss ich das Meisterschwert sammeln, bevor ich hier weiterkomme. Ist da oben was drauf? Moment, das haben wir gleich. Da ist was oben drauf. Ernsthaft? Ein Krog? Ui, das hast du entdeckt. Tschüssi. Da sitzt ein Krog auf der Linse. Halt. Was sehe ich da? Ach, das ist... Huch. Ah. Wie soll ich ihm denn die Wunden zeigen? Nee, ich denke mal, ich werde ihm... Ich könnte das Feuer schon mal holen. Vom Welke-Plateau, ja? Moment. Also. Welke-Plateau. Wo ist das Welke-Plateau? Da ist das Welke-Plateau. Was ist das denn? Oh, da ist Eldra. Hallo, was machst du denn hier? Nee, da lang. Da ist das Welke-Plateau da drüben. Alter, was ist hier passiert? Gut.
Verdammtes Gewitter. So. Da ist der Dingens. Ups. Gucken, ob ich landen kann. Gut, sehr gut. Oh. Geh. Geh mit Gott, aber geh. Dann stirbst du halt. Mann. Oh oh. Oh oh. Ich kann aktuell keine andere Waffe verwenden, oder? Warte, ich könnte einen Bombenpfeil verwenden. Was zum... Warum ist nicht explodiert? Die gehen nicht... Bombenpfeile gehen wir regentlich hoch. Wow. Einfach nur noch nebenbei einen kleinen Baum gefällt. Oh, noch mehr Moblins. Habe ich die eigentlich fotografiert irgendwann mal schon mal? Ja. Was? Blau? Der sieht schwarz aus. Das ist blau, okay. Na dann. Was? So, hier muss ich hin. Hier ist die blaue Flamme. Habe ich noch eine Fackel? Ja. Was? Wow. Jetzt muss ich echt warten, bis der Regen aufhört, weil ich sonst die Kiste nicht weitermachen kann. Ist doch gut jetzt, ihr könnt jetzt aufhören. Ah, oh, ich hasse Gewitter. Was ist da drüben eigentlich? Ernsthaft, was ist das? Die Fackel zerbricht gleich. So, dann zünden wir mal ein paar Dingens an. Tja, leider komme ich jetzt nicht zurückgeschwebt. Hä? Ernsthaft. Nein, nicht die Fackel, nicht die Fackel.
Welche Axt zerbricht gleich auch? Nö. Okay, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Moblinhorn. Waffentasche ist voll. Solange ich die Fackel noch habe, kann ich sie noch verwenden.